Herzlich willkommen zu unserem heutigen Wochenvideo. Es geht natürlich um das Coronavirus, neudeutsch SARS-CoV-2. Und besonders gefährdet sind die älteren Menschen, insbesondere die über 60, 70, 80-Jährigen, die mit mehreren Erkrankungen und die, die auch Blutdruckmedikamente nehmen, insbesondere aus der Gruppe der ACE-Hämmer und der Sartane. Was Sie für sich tun können und ob Sie wirklich gefährdet sind, dazu möchte ich Ihnen ein paar Informationen geben, damit Sie sicherer durch die Krise kommen. Bis gleich. Mittlerweile sind Sie ja im Wesentlichen zu Hause. Sie dürfen abends nicht mehr raus. Sie dürfen eigentlich nur noch einkaufen gehen. Sie sollen Ihre Kontakte meiden, damit Sie nach Möglichkeit nicht infiziert werden. Wissend, dass Sie aber irgendwann infiziert werden müssen. Was ist also zu tun? Der junge Mensch übersteht es im Allgemeinen, soll sich aber dennoch zurückhalten, damit er die Welle, diese sogenannte Exponentialfunktion, die auf uns alle zukommt, möglichst spät, flach oder mehrphasig ablaufen lässt. Der ältere Mensch, also der über 60-Jährige, der im Grunde genommen mit seiner Immunität vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt ist und wenn man noch älter ist, also 70, 80 und damit auch vielleicht vereinsamt, weniger isst, alleine isst, nicht mehr nur gut kauen kann, obwohl wir ja heute gute Prothetik haben, vielleicht auch nicht mehr so richtig schmecken kann und dann sagt, oh, das will ich ein bisschen besser durchkochen oder schon wieder oder ich bin jetzt bei einem Grundumsatz von 1200 Kilokalorien satt, dann sind in diesen Lebensmitteln nicht mehr die Mengen an Mikronährstoffen drin, die man früher mal gegessen hat. Die man aber bei einem geschwächten Immunsystem genau in diesem Alter vermehrt benötigt. Daher ist es natürlich zunächst wichtig, dass Sie darauf achten, dass Sie sich nicht mit hohen Mengen eines Virus infizieren. Ich erinnere noch mal ganz kurz, das Händewaschen ist ganz wichtig. Dieses Coronavirus ist im Grunde genommen auf Waschmittel sensibel. Sie können bei 30 Grad mit Waschmittel das Coronavirus abtöten. Wichtig ist, dass Sie sich einfach nicht immer ins Gesicht fassen und damit das, was Sie vorher angefasst haben, in irgendeiner Form in sich aufnehmen. Sie haben sicherlich auch gehört, dass es im Bereich der Blutdruckmedikamente eine Problematik gibt. Das erklärt sich anhand von zwei Werten. Man hat nämlich das Lisinopril und das Losartan getestet. Das Lisinopril, also all die Medikamente, die auf Pril enden, also Enalapril, Captopril, um zwei zu nennen, sind ACE-Hämmer, aber getestet wurde im Tierversuch nur das Lisinopril und das hat zu einer Verfünffachung des ACE-2-Rezeptors geführt, was natürlich auch eine fünffache Andockmöglichkeit für das Coronavirus beinhaltet. Und bei dem Losartan, was ja ein Sartan ist, verdreifacht sich die Situation. Nun sagen alle Experten, setzen bloß diese Medikamente nicht ab und da will ich auch überhaupt nicht gegenreden, aber ich möchte Ihr Risikobewusstsein schärfen dafür, dass Sie möglicherweise mit der gleichen Anzahl von Viruspartikeln eine höhere Infektionswahrscheinlichkeit haben. Daher ist es eben auch wichtig, dass Sie wirklich die 2 Meter Abstand halten und dass Sie nach Möglichkeit Ihre Finger aus dem Gesicht lassen, bevor Sie sie 20 Sekunden gewaschen haben mit warmem Wasser möglichst und vor allen Dingen mit Seife. Oder wenn Sie auswärts sind, mit dem kleinen Desinfektionsmittelchen, um sich nicht immer wieder zu infizieren. So, was aber tun? Denn Sie wissen ja, auch Sie werden irgendwann infiziert sein. Das ist ja sozusagen das Credo, warum im Moment alle den Rat bekommen, sich zu Hause aufzuhalten, keine unnötigen Kontakte zu pflegen. Und da ist es wichtig, dass das Immunsystem gesteigert wird. Nun weiß man natürlich nicht, wie viel Sie brauchen. Ihr Apotheker wird Ihnen sagen, nehmen Sie mal von dieser Multimischung und das ist wahrscheinlich auch gut, weil das peppt zumindest das auf, was Sie im Essen vielleicht in der Form, wie Sie sich im Moment ernähren, nicht ausreichend haben. Ob Sie individuell damit ausreichend oder sehr gut versorgt sind, denn ausreichend bis mangelhaft ist bei so einer Gefährdungslage aus meiner Sicht nicht gut genug, kann man natürlich mit einem gewissen Minimallaborprogramm auch erfassen. Ganz wichtige Dinge sind zum Beispiel Vitamin D. Bis Mitte April können Sie kein Vitamin D bauen. Vitamin D muss man ergänzen, unter Umständen sogar mehrmals täglich, wenn man noch andere Einflussgrößen hat, aber auf jeden Fall einmal täglich. Aber reichen denn für Sie nun 500 Einheiten oder 1000 Einheiten oder brauchen Sie 10.000 Einheiten jeden Tag oder gar noch mehr, um in einem guten Normbereich zu sein? Das
kann man bei Ihrem Hausarzt über eine Laboruntersuchung des Vitamin-D-Spiegels erreichen. Andere Werte, die nicht weniger wichtig sind bei einer Erkrankung der Bronchien oder der Lunge, ist das Vitamin A. Vitamin A ist nicht nur für die Dunkeladaption der Augen und für alle Schleimhäute, beginnend von den Nasennebenhöhlen durch den Magen-Darm-Trakt durch, sondern auch für die Lunge verantwortlich, für die äußere Haut und die Hautanhangsgebilde. Aber heute geht es ja um die Schleimhäute. Und daher ist es wichtig, dass man auch seinen Vitamin-A-Wert dann optimiert. Und es gibt nicht wenige, die davon ziemlich unterversorgt sind. Nun können Sie natürlich erstmal anfangen mit Karottensuppe, zusammen mit Ölen, das ist ja ein fettlösliches Vitamin, um darüber auf natürliche Art und Weise den Wert zu erhöhen. Ob das für Sie ausreicht und Sie mit jedem Tag Karotten weiterleben wollen, muss man mal erfassen und kann man laborchemisch sehen. Zink ist für 300 verschiedene Stoffwechselprozesse da und kann sogar das Eindringen von Krankheitserregern über die Schleimhaut minimieren und sollte über den Tag verteilt in kleinen Mengen gegeben werden. In so einer Akutphase überhaupt kein Thema, kann man völlig unreflektiert tun. Wenn man es aber über einen längeren Zeitraum macht, hat man auch Gegenspieler, nämlich zum Beispiel das Kupfer, und das kann sich dadurch in den Mangel bewegen. Daher macht es auch Sinn, hier eine Kupfer-Zink-Laboruntersuchung im Serum und im Vollblut durchzuführen. Aber was ist denn nun mit einer Infusionstherapie? Also, wir wissen von der offiziellen Mitteilung der Regierung von Shanghai aus dem Februar und auch von der, ich muss es ablesen, Xiangyangdong University, dass der Einsatz von Vitamin C in der Dosis von 50 bis 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also nicht ganz wenig, nachhaltig dazu führt, und zwar je früher man bei einem Virusinfekt, in diesem Fall beim Covid-19, diese Vitamin C-Dosis einsetzt, man einen ganz hervorragenden Effekt im Sinne der Entzündungshemmung, der Schonung der inneren Auskleidung der Blutgefäße und natürlich auch der Lungengefäße hat und damit eben die Fähigkeit des Körpers, mit diesem Virusinfekt umzugehen, deutlich verbessert. Und in solchen Fällen ist es natürlich eine Option, dass Sie Ihren Arzt darauf ansprechen, und wir blenden natürlich die Quelle ein, damit Sie auch wissen, was Sie vorweisen sollen. So, jetzt genug der guten Ratschläge, aber wenn Sie mit Coronavirus infiziert sind, dann können Sie nicht zu Ihrem Hausarzt gehen, weil Sie müssen ja die anderen Patienten schützen. Also müssen Sie zu einer Spezialpraxis oder einer, nennt sich das, Corona-Ambulanz gehen, um sich abstreichen zu lassen, und müssen dann im Grunde genommen ins Krankenhaus übermittelt werden, wo das dann stattfindet. Wenn natürlich bei so einem Corona-Schnelltest rauskommt, Sie haben gar keine Corona, sondern mal wegen Grippe oder so, dann ist es natürlich notwendig, dass Sie doch über Ihren Hausarzt eben relativ schnell an diese Therapie herankommen. Bis dahin müssen Sie die oralen Tipps nutzen. Wenn Sie dann in eine Praxis kommen, muss es natürlich auch so sein, dass Sie nicht alle anderen Patienten anstecken. Also doch so ein bisschen auch wie beim Coronavirus etwa 1,5 Meter getrennt von den anderen sitzen oder liegen, Ihre Infusion bekommen, vielleicht einen Mundschutz umbekommen, damit Sie die anderen nicht vollatmen, dass die Praxis vielleicht so ein bisschen Durchzug hat oder hin und wieder stoßlüftet, damit eben auch die Keimdichte, die sich in diesen Räumlichkeiten ansammelt, gering gehalten wird. Das sind so die ganz kleinen Nebenaspekte, auf die Sie selber achten können und wo Sie gegebenenfalls auch hinweisen können. Und natürlich, wenn Sie die Praxis betreten, desinfizieren Sie als allererstes Ihre Hände. So, da wir nun alle krank werden müssen, sollten wir versuchen, ein besonders gutes, starkes Immunsystem zu haben, um möglichst fast stillgefeilt, ohne zu merken, dass wir eigentlich krank werden oder krank sind, wieder gesund werden und damit wieder zur Normalität so bald wie möglich zurückkehren können. Und bis dahin genießen Sie die Entschleunigung.